Leute! Der Tower ist viel zu schwer. Unendlich lang. Bis Stockwerk 30. Meint ihr, wir kriegen das hin heute? Lasst es uns herausfinden. Und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Dungeons Tower Event. Ich habe keine Ahnung. Totem der Regeneration. Du bist mein. Auf X, ja. Bin ich gut. Wir haben wieder einen Verzauberungspunkt, den wir nirgendwo investieren können. Das lohnt sich nicht. Wir haben kein Dings, was sehen braucht. Also, let's go. Okay, jetzt sind wir schon im Wind-DLC-Teil angekommen. Howling Peaks. Nein, ich hasse die. Ja. Ja klar kann er uns da durchtreffen. Wenn die hier runterfallen, habe ich damit gar kein Problem. Jo. Biene. Ich werde wieder ganz an den Start zurückgehen. Oh, das ist problematisch. Weil meine Bienen stehen einfach nur rum und machen nichts. Wieso springe ich denn runter? Ich heil mich kurz. Oh, der ist schlau, der ist schlau, der ist schlau. Der ist schlauer als ich. Damit habe ich nicht gerechnet. Ah! Bam. Nee, man rollt richtig weit. Wahnsinn. Und weil man die Dinger nicht selber trinken kann, muss man halt wirklich immer warten, bis sie in der richtigen Position sind. Hä? Der hat mich einfach runter. Hä? Ey. Klar, aber die Biene kann drauf. Also noch unfairer geht's ja wohl nicht, oder? Ich kann da rüberrollen. Gut. Was erwartet uns hier oben außer ultra starke Winde? Ein letzter Gegner noch und weiter geht's. Du bist ein böses Viech, was auch immer dieses Steinmonster jetzt ist. Ich hab's immer noch nicht rausgefunden. So. Nichts, was ich brauche. Wir nehmen den Punkt. Wir haben drei. Da kriegen wir... Hier. Da kriegen wir... Uns fehlt ein Verzauberungspunkt. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Das sieht neu aus. Uah. Ich hoffe, mich durchzuschütteln. Okay. Was auch immer das für eine Location ist, sie sieht gut aus. Sie sieht gut aus. Das Spawn-Gegner. Ja, 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 ich wusste es. Ihr wollt nur, dass ich nochmal zurücklaufe. Ja, ja, ja. Bam. Bam. Da spawnen ja wieder Gegner. Und ganz da hinten. Ich sehe euch. Denkt bloß nicht, ich kann euch nicht sehen. Hier schön Dornschaden, komm. Stirb an deiner eigenen Waffe. Finde ich gut so. Soll jetzt nicht heißen, dass wenn euch jemand versucht zu erschießen, dass ihr ihm die Waffe wegnehmen sollt und zurückschießen sollt. Das ist nicht die Pädagogik, die ich unterrichten wollte. Das ist ein Spiel. Da darf man das. Ne, wir kommen nicht höher. Das täuscht. Und das ist auch fertig. 15 ist fertig. Na, ein Heiler. Ah, eine Level 25er Rüstung. 30% Dauer positiver Statuseffekte. In dem Verzauberungspunkt. Wir sind im Lava-DLC angekommen. Bam! Ohne Lohe. Oh, die sind sehr stark. Lohen sind sehr stark. Was hast du da hingeworfen? Ich werd gewithert. Wieso hat der... Seit wann haben Wither irgendwie... Bogen?
Yo! Komplett aus Gold. Aber die kritischen Treffer, die machen's. Warte, das könnte runterfallen. Okay, hier ist safe. Ich falle jetzt runter. Nein. Rüber, rüber. Oh, warten, 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 warten. Wieso zählen die nicht mehr als Gegner? Weird. Okay, Seelen. Ja, wäre gut. Was ist es, dass die Geheim... Wahrscheinlichkeit von 30% nach Erleiden eines Treffers eine Biene herbei... Mhm. Mhm. Der hat auch gar nicht so schlechte Effekte unten. Ich nehm dich. You are bald. Ein Brand. Wenn ich einen Heiltrank benutze, 90% weniger Schaden. Das da. Okay, kein Geld mehr. Ich würde sagen, es geht direkt los. Ich habe keine Ahnung, das ist so eine Mischung. Aus Dings, aus den beiden DLCs. So, sei halt einfach gleich tot. Sind wir auf einer Boss-Etage? Wenn ich mich recht entsinne, eigentlich nicht. Oh, es gibt sogar Rätsel im Tower. Das finde ich toll. Beziehungsweise Rätsel. Ihr müsst halt was drücken, damit was passiert. Oh, es hat geleckt. Oh mein Gott, es hat sehr stark geleckt. Das war in-game. Gut, dass das war. Ich würde gerne noch den anderen Knopf aktivieren, um zu gucken, was da gibt. Aber wir sind hier fertig. Jetzt kommt Stock 18 von 30 Leute. Das ist so viel. Level 29er Axt. Du bist gekauft. Explosion ist so gut. Und das. Ja. Damit bin ich zufrieden. Das riecht nach Boss-Etage. Hier spawnt noch mal was. Ja. Gut, ich predikte es langsam. Es spawnt immer 3 bis 4 Mal was in einer Stage. Wenn jetzt wieder was spawnt, ich hoffe nicht. Wir können wieder rausgucken. Ja, immer eine schöne Aussicht, muss ich schon sagen. Ja, komm, ihr könnt doch alle nichts. Sagt er, und als nächstes kommt ultraschwerer Bosskampf gegen alle Bosse gleichzeitig und er kriegt nichts mehr. Was ist das hier? Okay. Ja, brauche ich nicht. Dann nehme ich doch den Erfahrungspunkt. Mit 2, den kann ich in Brand investieren. Sehr schön. Tipp hier hinten. Ah, hier ist der Ausgang. Hä? Ah, wir sind wieder in so einem Verstärker-Ding. Oh, ich werde jetzt sonst durchgehen. Komm nicht. Ah ja. Er hat meine normale Axt gegen eine Feueraxt ausgetauscht. Level 30 oder 29 halt. Hä? Kein Problem.
Hä? Er macht einfach kostenlos alles 10-mal stärker als vorher. Wir sind schon Level 21. Also ich hätte gerne meine Bienen aufgestockt, weil die sind noch Level 9. Aber so schlimm ist das gar nicht. Oh, jetzt kommt Level 20. Es kommt ein... Ja. Okay. Wo spawnt der Boss hier? Ich spawn direkt meine Bienen rein. Okay. Oh, wieso kann er sich teleportieren? Was ist denn mit dir los? Okay, nächste Phase. Wie wär's mit einer Heilung? Wieso kann der rennen? Wieso könnt ihr alle rennen? Yo! Wo bist du? Da. Du kriegst Bienen! Ich bin kurz vor Tod. Schummler! Perfekt. Keine Ahnung, warum ich mich im letzten Moment nochmal geheilt habe, aber okay. Perfekt. Ne, ich nehme den Verzauberungspunkt. Ich habe 3. Ja, schade, ich muss ihn hier investieren. Aber ist auch nicht so schlimm. Oh, wir sind in der Wüste. Zack. Es wird schwerer. Man merkt's. Je weiter man kommt, desto schwerer wird's. Und nicht gerade einfacher. Haben die Bienen gerade einfach... Nope. Da ist ein Creeper. Perfekt. Heilung. Mehr Heilung. Down. Perfekt. Perfekt. Toll. Ja, steht da durch. Okay. Darauf erstmal einen Schluck Saskia-Wasser. Ich habe kein Volvic, es tut mir leid. Aber ich muss ja trotzdem was trinken. Ich habe noch die Flasche. Die ist ein bisschen ramponiert. Soll ich? Ja oder nein? Ich überlege. Ja, komm. Achso, doch, ich will das. Ganz sicher, ja. Erstmal Schutz. Und dann Trankbarriere. Ja, komm. Mehr Schutz als sonst was. Das ist eine sehr kleine Map. Oh mein Gott. Geht doch weg, alle. Die Gegner sind einfach viel zu übertrieben overpowered. Das sind overpowered, die Gegner. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Da, doch. Überlebe ich nicht. Ja, yo, ich kann mich nicht heilen,
Das sind schon immer total die starken Gegner gewesen. Und vor allen Dingen, die spawnen jetzt neu. Meine Bienen sind tot. Ich habe jetzt vielleicht einen Stärketrank, aber der bringt mir auch nichts. Rausräumen. Ja, dann kommt der noch. Okay, wir werden sterben, Leute. Außer, das TNT reißt noch. Nein! Der Klass spawnt halt Feuer in mich rein. Ich hab mich geheilt. Ey, unfair. Und jetzt stürzt das Game wieder ab. Ich sag's euch, Leute, es stürzt ab. Ah, nein. Eine Bienenrüstung? Nehme ich. Und jetzt stürzt das Game ab. In 3, 2, 1. Ich hab's euch gesagt. Also wahrscheinlich ist da was im Code noch nicht richtig, dass es da noch einen Bug gibt oder so, dass das immer abstürzt. Ich hoffe, uns bleibt das jetzt halt erhalten, diese Dings. Sonst endet das Let's Play zum Tower an dem Punkt. Weil, was soll ich machen so, hä? Wenn das immer abstürzt, wenn ich sterbe und ich keine Rewards oder so bekomme, warte ich auf ein Patch. Bleibt uns gesaved, aber ist halt schlechter als unsere Akten. 70! So. Kommst erstmal da rein. Gut. Also das mit dem Tower muss ich mir überlegen, weil das Game stürzt halt wirklich jedes Mal ab. Und wenn ich sag jedes Mal, meine ich auch jedes Mal. Jedes Mal, wenn ihr sterbt, stürzt das Game ab. Das ist nicht so toll im Prinzip. Gut, wir haben es jetzt bis 24 oder 23 oder sowas geschafft. Das finde ich ganz gut, aber bin ich zufrieden fürs Erste. Ich glaube, wir kommen auch nicht weiter. Außer wir dürfen diese Rüstung fürs nächste Mal wieder benutzen. Das wäre natürlich auch cool. Aber ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, und ciao.